Ach, das ist alles anstrengend. So, was wollte ich heute einfach nur sagen? Ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, wem ich so alles folge, zumindest was die Fliegerei angeht. Ich habe mittlerweile hier meine Abo-Geschichten irgendwie kräftig zusammengestutzt und stattdessen habe ich mir hier noch einen Ordner. Ach nee, hier nicht, den habe ich mir drüben gemacht. Habe ich hier irgendwo noch einen Ordner, wo ich die ich normalerweise geabot habe, einfach als Kanal Links reingemacht habe, weil das wird mir sonst zu viel, ne? Und hier kriege ich nur die, die ich mir doch tatsächlich mal angucke. Ja, der, wo ich am häufigsten drin bin eigentlich, das ist der Aero News Germany. Der gute Mann wird gerade selber zum Piloten ausgebildet, fliegt also seine ersten Maschinen auf Linie, war früher Flugbegleiter und der erzählt immer sehr, sehr viel. Ich frage mich, wo er das alles her hat, aber auf jeden Fall hat er richtig Ahnung. Also den gucke ich mir gerne an. Ein weiterer, natürlich komplett auf Englisch, ist 74 Gear. Der ist 747-Pilot und erzählt dann auch so aus seinem Alltag, was so passiert alles, beziehungsweise wenn irgendwelche Sachen gefragt werden, warum ist dies so, warum ist das anders und überhaupt. Jo, der nächste Kandidat hier natürlich, Captain Joe, ist ein Deutscher, der aber auf Englisch seine Videos macht. Und der im Wesentlichen, ich glaube, der fliegt 747 Frachtmaschinen, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall auch der. Das sind dann so Geschichten, ich klicke die einfach mal kurz an. Ich meine, die meisten von euch werden sie eh kennen, ne? Warum ist dies? Was ist das? Wie kann es sein, das? Und überhaupt, naja, ne? So zum Beispiel. So übrigens mache ich mir meine Links. Ich gehe auf Videos und mache den Link, den speichere ich mir dann irgendwo als Bookmark hier in meine Ordner rein. Und dann kann ich jeweils den Kanal aufrufen und gucken, was will ich denn gerade davon sehen. Ja, ich glaube, das waren schon die Pilotengeschichten, die ich hier habe. Ne? Der Rest, ja, Deutsches Panzermuseum, Tankmuseum in England und so weiter, ein bisschen was über Astronomie. Ja, der Lash muss natürlich sein. Das ist Aero News, Aero News. Ich gucke jetzt gerade eigentlich nur, ob ich noch irgendeinen Flieger ver. Ach ja, natürlich, Pilot Frank heißt er, glaube ich, ne? Wo ist er denn? War er länger nicht mehr unterwegs oder habe ich ihn auch umgelagert? Ich glaube fast, ich habe ihn umgelagert. Normalerweise ist das allerdings auf meinem anderen Rechner und deswegen habe ich auf diesem Rechner die Links noch nicht abgedatet. Gucke ich mal eben nach, ob ich ihn finde. War er das hier? Ja, das ist er, der Pilot Frank. Der fliegt mit seinem Leichtflieger in der Gegend rum, mit seinem Ultralight. Und erzählt, wo er hinfliegt, was er fliegt, warum, wieso, trifft sich irgendwie mit einer ganzen Menge anderen Fliegern. Ich bin ihm auch schon mal quasi über den Weg gelaufen, ohne ihn zur Kenntnis zu nehmen. In Pullman City, da waren wir irgendwie, ich weiß nicht, 10 Meter auseinander. Und ich habe ihn sogar auf Video an seinem Flugzeug. Mir ist so blöderweise die Kennung nicht aufgefallen, deswegen habe ich es nicht gepeilt, dass er da war. Ja. Ja gut, also jedenfalls auch das ist ein Kanal, wo ich gerne reingucke. Das Wichtigste jetzt aber ist, wenn ihr auch irgendwie ein paar schöne Kanäle habt, Fliegerkanäle, ob nun Deutsch oder Englisch, ist mir ziemlich wurscht, dann sagt mir mal Bescheid, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen schönen Kanälen, in die ich hineinpeilen kann. Und dann sortiere ich mich schon aus, welche davon dann sind. Ja. Warum habe ich hier ein paar Flötenheinis dabei? Ganz einfach, ich bin Dudelsackspieler und spiele auch Penny Whistle und so ein Kram. Und dann hört man sich gerne mal an, was der Rest der Welt so kann. Die zwei können es ganz gut. So, das war's schon. Video zu Ende. Danke fürs Reingucken. Ja, dahin gucken.